3. Oktober 2024, Tag der Deutschen Einheit. Gibt es wirklich eine einheitliche gesetzliche Rente? Gibt es wirklich die Renteneinheit? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie sehen es im Hintergrund, meine Damen und Herren, unser Firmenlogo. Ja, meine Damen und Herren, heute ist der 3. Oktober 2024, Tag der Deutschen Einheit. Und wenn man in die öffentlichen Medien schaut, wie ARD und ZDF, bekommt man so den Eindruck, als ob in Deutschland Jubelstürme ausgebrochen sind. Die Menschen feiern überall und begehen den Tag der Deutschen Einheit. Die Sektkorken knallen und alles ist wunderbar. Nein, meine Damen und Herren, wenn ich rausgucke aus dem Fenster, und Sie können es mir glauben, ich sehe da niemanden hier in Halle Romer feiern. Die meisten Ostdeutschen begehen diesen Tag der Deutschen Einheit mit wirklich sehr, sehr gemischten Gefühlen. Nach 35 Jahren, Sie sehen es ja auch an den Ergebnissen der letzten drei Landtagswahlen, wie die etablierten Parteien SPD und CDU, vor allen Dingen die SPD, die FDP und die Grünen massiv abgestraft worden sind. Darin liegt sicherlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Wahlrache der Ossis gegenüber den Wessis im Hinblick auf das, was in den letzten 35 Jahren hier im Osten abgelaufen ist. Meine Damen und Herren, das soll hier bitte keine politische Veranstaltung werden, sondern ich wage die kühne These, dass es keine Rentenangleichung Ost und West gibt. Heute immer noch nicht und auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht. Zwar ist diese Rentenangleichung rechtlich gesehen durchgeführt worden, indem man einen einheitlichen Rentenwert West und Ost gebildet hat. Und das war es aber letzten Endes auch, meine Damen und Herren. Mehr ist da nicht passiert. Wir haben im Osten, das können sich ruhig die westdeutschen Landsleute einfach mal anhören, immer noch deutlich niedrigere Löhne. Wir haben im Osten eine massive Abwanderung. Wir haben im Osten deutlich niedrigere Vermögen. Und das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist, viele ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen genau diese 35 Jahre Wiedervereinigung im Rentenbescheid quittiert. Was ist passiert? Nach der Wende haben die Menschen ihre Jobs verloren, prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Hartz IV, Zeitarbeit und vieles andere mehr, Minijobs. Und das bildet sich in den Versicherungsverläufen von vielen Hunderttausenden Ossis ab, die nach 45 Jahren oder 50 Jahren Arbeit jetzt eine Rente bekommen, wo man einfach nur sagen kann, das ist zum Wegschämen, meine Damen und Herren. Das sind oft Hungerrenten und dafür können die Ossis nicht, ja? Und das ist auch kein Jammern, sondern das ist eine Feststellung, die ich hier treffe. Die ist Realität, meine Damen und Herren. Und das mag man vielleicht in Berlin nicht gerne hören oder bei der deutschen Rentenversicherung, aber das ist mir wurscht. Sondern es ist tatsächlich so, dass viele Ostdeutsche eine Renteneinheit, wie man sie eigentlich wirklich gerne hören wollte, überhaupt nicht wahrnehmen können, auch nicht bekommen können. Und deshalb auch die Mauern in den Köpfen im Osten, vor allen Dingen im Osten, sehr, sehr hoch sind und hier mit einem ganz großen Argwohn auch auf die politische Landschaft des Westens, die ja leider immer noch so dominiert ist durch den Westen, für den Osten geschaut wird. Ja, meine Damen und Herren, wir haben keine Renteneinheit im Sinne einer tatsächlichen Renteneinheit, die gibt es nicht. Vielmehr noch, der Umwertungsfaktor Ost in West wird zum 31.12.2024 auslaufen. Das bedeutet bei deutlich niedrigeren Löhnen im Osten, die wir immer noch haben, dann auch deutlich niedrigere Rentenanwartschaften für die Zukunft, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich auch und wage die These, es wird auch in den nächsten 10 bis 20 oder sogar 30 Jahren keine echte Rentenangleichung dahingehend gehen, dass Ost und West, Süd und Nord sozusagen einheitliche Löhne haben oder fast annähernd gleiche Löhne haben und damit auch annähernd gleiche Renten erhalten. Ja, meine Damen und Herren, das ist mein Blick auf dieses Thema, auf den Tag der Deutschen Einheit. Sektkorken knallen hier im Osten definitiv nicht. Das kann ich Ihnen schon sagen. Und das ist auch die wahrnehmbare Realität. Und das sollten Sie sich bitte alle vor Augen halten, dass es in rein tatsächlich
keine Rentenangleichung Ost an West gibt, auch nach 35 Jahren Einheit nicht. Dieser Tag ist ja heute ein gesetzlicher Feiertag. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ja, und wer mag, kann ja den Tag der Deutschen Einheit gerne feiern. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.